Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu einem Breaking Bad Fanset. Und zwar von Modbricks, das Los Pollos Hermanos Restaurant. 388 Bausteinchen, direkt von Modbricks vertrieben und eben auch auf den Markt gebracht. Bevor wir aber jetzt zu dem Set kommen, möchte ich mich nochmal bedanken für die vielen tollen Kommentare unter dem nachhaltigen Klemmbaustein-Video. Vielen Dank auch Norbi, dass du uns da nochmal ein bisschen Einblicke in deine Welt gezeigt hast und eben auch in die Erfahrungen, die da so in deiner Firma gemacht wurden. Fand ich wirklich toll. Aber kommen wir wieder zurück zu dem Los Pollos Hermanos Set. Auf den Seiten haben wir nur noch dieses Los Pollos Hermanos Logo mit den zwei Hähnchen und wir sehen hier nochmal das Restaurant von hinten mit der Inneneinrichtung von vorn die Front und so eine Detailaufnahme nenne ich es mal. Und was direkt auffällt, das Set wurde anscheinend von einem deutschen Design und zwar von Florian W. Wie wir das von Modbricks schon kennen, haben wir wieder im Umkarton diesen inneren Karton. Der ist wieder mit sehr vielen Puffern hier gestaltet. Puffer bedeutet in dem Fall aber auch wieder sehr viel Luft. Ansonsten ist wenigstens der Innenkarton im Inneren ganz gut gefüllt. Also das hier empfinde ich wirklich noch als in Ordnung. Da würde ich mich als Kunde nicht beschweren und würde das auch nie als eine Mogelpackung bezeichnen. Aber dieses Thema ist in letzter Zeit ja leider doch recht häufig geworden. Neben den ganzen Teiletüten haben wir natürlich noch die Anleitung mit drin und den Stickerbogen. Beziehungsweise in diesem Fall den einen Sticker, der aber auf jeden Fall drauf muss, weil sonst ist es ja nicht das Los Pollos Hermanos Restaurant. Sehr schade, gedruckt wäre das allemal cooler gewesen. Besonders weil das ja ein Set ist, was sich ein Breaking Bad Fan wahrscheinlich ins Regal stellen wird. Und das ist schade, wenn der Sticker sich ablöst. Aber wir reden dann natürlich auch nochmal drüber, ob die Stickerqualität hier wenigstens in Ordnung ist. Ebenfalls reden wir natürlich dann nach dem Bau auch über die Steinequalität. Da sind wir ja von Modbricks leider bisher noch nicht allzu verwöhnt worden. Da waren oftmals Steine dabei, die mir nicht sehr zugesagt haben. Ich bin mal gespannt, ob sich das bei diesem Set hier ein Stückchen bessert. Und dann haben wir natürlich noch die Anleitung, die ist hier in einem relativ kleinen Format, ist klammergebunden und aber zumindest von dem Druck recht blass. Das ist mir auch schon bei der Verpackung aufgefallen, da konnte ich jetzt aber nicht zuordnen, ob das vielleicht auch von der Sonne mal ausgebleicht wurde. Die Drucke sind hier aber doch recht zurückhaltend und blass und eher matt gehalten und nicht so hochglänzend. Das ist natürlich auch ein Stil, den ich jetzt nicht kritisieren möchte, kann ja sein, das ist so gewollt. Wichtig ist ja bei der Anleitung nur, dass man eben alles gut sieht. Und ich muss sagen, von der Darstellung gefällt es mir, es könnte ein bisschen größer sein. Ich komme damit auf jeden Fall klar, ältere Leute eventuell nicht. Und wir haben insgesamt 21 Seiten und 33 Bauschritte. In der Anleitung wird ausgegraut, was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird, wird in Farbe dargestellt. Und natürlich haben wir hier auch nochmal die Teileliste. Ihr könnt euch das Ganze ja mal anhalten, wenn es euch interessiert. Ich halte es euch auch nochmal hoch, weil die Darstellung sonst doch relativ klein geraten ist. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen und wir sehen uns dann beim ersten wichtigen Bauschritt wieder und ich wünsche euch noch viel Spaß bei dieser Review. Und wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Los Pollos Hermanos Sets angekommen und ich muss sagen, der Bau geht mit der Anleitung wirklich, wirklich flott voran und auch die Teilequalität ist dieses Mal echt gut und viel, viel besser, als ich das von Modbricks so gewöhnt bin. Die Klemmkraft liegt irgendwo zwischen Lego und Kirby und man hat ein wirklich gutes Baugefühl, also das gefällt mir sehr gut und vom Aussehen her sind sie in Ordnung. Wir haben die ein oder anderen Kratzer auf den Paneelen. Und wir haben die ein oder anderen Stelle, wo man sagt, da ist eine kleine Farbabweichung im Beige drin, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Leider haben wir aber immer wieder ein paar leichte schwarze Produktionsreste an den Teilen. Wenn ich das Set jetzt privat gebaut hätte, hätte ich die auf jeden Fall vorher nochmal gewaschen. Weil ich es euch aber ja an der Review jetzt unverfälscht zeigen möchte, habe ich die mal dran gelassen. Das ist schade, weil diese leichten schwarzen Produktionsreste trüben natürlich ein Gesamtbild dann, obwohl wie gesagt die Teile sonst echt super sind. Ansonsten haben wir hier schon eine ganze Sitzfläche gebaut, mit eben immer ein paar braunen Stühlen, dann diese knallige Los Pollos Hermanos Inneneinrichtung, hier hinten die Küche mit einem Herd und eben diesen typischen Eingangsbereich, wie ihn wahrscheinlich jetzt schon die meisten Breaking Bad Fans erkennen würden, mit den zwei Türen, eine links, eine rechts und eben diesen leichten Überdachungen nochmal davor. Die Türen sind etwas merkwürdig, denn die bauen wir aus Steinchen. Wir haben jetzt hier keinen vorgefertigten Türrahmen mit Tür drin und deshalb haben wir hier hinten, weil die Tür nur in zwei C-Clamps gehalten wird, irgendwie einen sehr großen Spalt. Hier seht ihr das auch nochmal von hinten, also als so eine Küchenschwingtür würde das sehr gut passen, aber als Eingangstür im Los Pollos Hermanos passt es eben nicht dazu. Warum sich da der Designer für diese Türen entschieden hat, kann ich leider nicht sagen. Mir hätten die Standardtüren aber trotzdem besser gefallen. Aber wie gesagt, wenn das jetzt eine Küchenschwingtüre wäre in einem anderen Set, in einem Motel oder so, da würde ich die Türen richtig cool finden.
Ich habe mich auch gefragt, was von der Inneneinrichtung immer diese roten 1x1er-Fliesen hier darstellen sollen. Ich bin mir aber jetzt ziemlich sicher, das sollen die Tabletts darstellen, die man eben in Fastfood-Restaurants kennt. Und das ist zwar eine recht einfache Darstellung, aber wenn man das größer oder anders dargestellt hätte, hätte es auch wieder nicht schön ausgesehen. Und so sieht es wirklich ordentlich aus. Ich finde es etwas schade, dass wir hier diese Paneele haben und die Fassade nicht mit Steinchen bauen. Weil diese Paneele haben von diesem Hersteller immer hinten eine Seite, die eben offen ist. Klar, man benutzt diese Paneele, um eben Material zu sparen, das Ganze ein bisschen leichter zu machen und eben nicht so verschwenderisch. Das Problem ist aber, diese Paneele wirken, wenn man die Rückseite sieht, einfach billig. Und gerade hier in dem Restaurant kann man die einfach nicht gut verstecken. Und ich finde, so eine Wand, die man dann auch noch innen sieht und ja eigentlich auch noch bespielen kann, beziehungsweise man soll ja auch reingucken können, dann sollte das mit Bricks gebaut werden und eben nicht mit so einer Paneele. Noch ein letzter interessanter Punkt ist, hier hinten haben wir ein Fenster eingebaut. Und auch hier wieder, sieht nicht schön aus, die Außenwand, weil wir sollten in diesen Bauschritten die Paneelen mit der guten Seite nach innen und mit der schlechten nach außen drehen. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Und dann haben wir, wie gesagt, das Fenster hier. Man kann da aber nicht durchgucken, weil wir innen eine weiße Wand davor gezogen haben. Und das hilft der ohnehin schon dürftigen Optik von dieser Wand echt nicht mehr weiter. Ich kann mir wirklich bloß vorstellen, dass das echte Vorbild, also das Twisters Restaurant, das ist ja der Drehort gewesen, das ist ja ein echtes Restaurant, das Twisters, hier auf dieser Seite eben so ein Fenster hat und das der Designer unbedingt unterbringen wollte. Und dann ist ihm aber in der Länge hier der Platz ausgegangen, um die Küche darzustellen. Und deshalb konnte er hier keinen Zwischenraum mehr einziehen und deshalb hat er einfach vor das Fenster diese weiße Wand gestellt. Dann sage ich aber, wenn die Wand sowieso nicht schön aussieht, dann lass halt gleich das Fenster weg. Ist aber wie gesagt sowieso nur meine Theorie. Ich werde es wahrscheinlich nie erfahren, was sich der Designer da gedacht hat. Außer der liebe Florian Weise. Schreibt das vielleicht mal in die Kommentare, wenn er das Video geguckt hat. Ich bin mir nicht sicher. Kann ja sein, dass er sich auch solche Reviews zu seinem Set anschaut. Dann würde mich das Ganze auf jeden Fall mal sehr interessieren, was man sich eben dabei so gedacht hat. Ich baue jetzt auf jeden Fall weiter und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Restaurant wieder. Und fertig ist das Modbricks Los Palos Hermanos und ich habe mich so sehr auf dieses Set gefreut. Das ist auch einfach der Breaking Bad Bonus am Start, das muss ich ganz ehrlich zusagen. Für mich ist das einfach eine legendäre Serie, auch wenn das jetzt vielleicht eine Mainstream-Meinung sein sollte. Und gerade diese Gus Frings-Szenen im Los Palos Hermanos fand ich einfach super, super cool. Und dementsprechend werde ich mir das auf jeden Fall ins Regal stellen und mir später auch nochmal das Modbricks Wohnmobil dazu mitkaufen. Und ich muss sagen, als Fan der Serie, ich bin zumindest von dem ersten äußeren Eindruck, wenn man es so von vorne sieht, wirklich sehr zufrieden damit. Das kommt dem Original sehr, sehr nahe für die Teileanzahl und dafür gibt es einen riesengroßen Daumen nach oben. Ich finde nur hier vorne der angrenzende Parkplatz hätte vielleicht ein bisschen schöner ausgeschmückt werden können. Das sieht auf den ersten Blick ein bisschen lieblos aus, aber das kann man sich selber auch noch gestalten. Sehr cool getroffen finde ich auch hier oben diese Leuchten, die ja bei diesem Gebäude einfach ein wichtiger Bestandteil sind. Und die Sticker haben eine wirklich, wirklich gute Qualität, zumindest vom Aufkleben her. Denn leider ist mir dieser Sticker beim Runterziehen vom Bogen hier an der Ecke ein bisschen gerissen. Hat mich sehr geärgert. Die Sticker sind halt sehr dünn, aber wie gesagt vom Aufkleben her und wie sie dann halten, sind sehr gut. Ich meine, wir kleben hier über 3 verschiedene Steine und hier auch über 2 verschiedene Steine. Und der Sticker sieht trotzdem dafür grandios aus. Nur schade, dass er da gerissen ist. Passt da auf, wenn ihr das Set mal selber bauen solltet. Ansonsten im Inneren hat sich seit den letzten Bauschritten nicht allzu viel getan. Wir haben nur ein paar Lampen noch aufgehängt und hier eben eine Tafel rangemacht zum Bestellen. Und auch wenn ich kein großer Sticker-Fan bin, wenn wir hier schon Sticker haben, hätte man ja an diese Tafeln trotzdem auch mal noch Sticker machen können, wo man sich eben ein Chicken-Teil oder was bestellen kann oder auch nur angedeutete Schrift, hätte auf jeden Fall besser ausgesehen als die 3 nackigen Fliesen hier. Komisch ist auch noch, dass wir hier teilweise Hochglanzfliesen haben und zum Beispiel diese Fliesen sind matt und dadurch haben wir eine recht starke Farbabweichung auf den ersten Blick. Und wenn der Designer schon wusste, dass vielleicht diese Fliesen matt sind, hätte man sie halt nochmal in einer anderen Länge und dafür 2 reinpacken sollen oder so. Der Hauptkritikpunkt ist immer noch, dass wir von den Paneelen sowohl im Inneren als auch im Äußeren unschöne Stellen haben, wo das einfach nicht verdeckt wurde. Ich habe an sich nichts dagegen, diese Paneele zu verwenden und die haben sich auch richtig gut verbauen lassen, aber in solchen Fällen, wenn es so offensichtlich ist und dadurch dann nicht gut aussieht, nehmt es bitte als Steine. Wenn wir hier die Wände so bauen, die man später eh nicht mehr sieht, weil die durch irgendwas verdeckt werden und man nimmt dafür Paneele, alles in Ordnung. Aber bitte, wenn man die Stellen dann später sieht und auch noch so offensichtlich, dann nehmt doch bitte, bitte die normalen Steine.
Momentan kostet das Set 20 Euro auf Amazon statt 30 auf Modbricks mit Versandkosten momentan ungefähr 24 Euro. Ich kann es euch trotz der paar Fehlerchen, die wir angesprochen haben, auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte sehr viel Spaß damit und als großer Breaking Bad Fan finde ich es von dem Detailgrad, der uns hier geboten wird, auch wirklich, wirklich gut. Trotz der paar Mängel, die wir haben, sieht es im Regal sehr, sehr schön aus und die Marke hier an der Seite zum Beispiel kann man im Regal dann auch verdecken. Auch in die ein oder andere City-Stadt würde das Ganze, denke ich, sehr gut passen. Und dann kann man hier vorne ja auch noch ein bisschen was verzieren. Apropos die Platten, weil wir ja jetzt über die Platten, die hier relativ nackig vorne liegen, geredet haben. Die Platten haben noch eine gute Teilequalität, hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Wenn ihr das Set auch noch für 20 Euro kriegt, vielleicht auch für 22 oder 23, habt ihr damit auf jeden Fall einen ordentlichen Kauf gemacht. Das ist natürlich kein Schnäppchen, aber es ist eben auch ein Set, was eben zu einer Serienlizenz gehört. Da bezahlt man meistens ein bisschen mehr. Trotzdem empfinde ich das ja als ein okayes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil wir für die Teileanzahl doch viel Fläche gebaut haben und eben auch große Teile mit dabei sind. Das Set hat eins, zwei Schwächen, aber es ist meiner Meinung nach eines der besseren von Modbricks verkauften Sets, weil wir haben ja eine gescheite Teilequalität, was nicht selbstverständlich ist bei Modbricks. Wir haben ein ordentliches Design, wie gesagt mit ein paar Schwächen, aber das ist schon noch in Ordnung. Und wir haben die Treue zur Serie. Was mir persönlich noch hierzu fehlt, sind ein paar Minifiguren. Ich habe leider auch noch keine von Breaking Bad gesehen. Wenn ihr dann einen Hersteller kennt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und genauso, wenn ihr dieses Set selber besitzt, schreibt mir da auch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare und eure Erfahrungen. Würde mich wie immer sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ebenfalls gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.